Wir sehen uns auf reitschuster.de. Gregor Gysi war bis vor wenigen Tagen einer der lautesten Verteidiger von Kreml-Chef Wladimir Putin. Er hatte immer beste Kontakte nach Moskau, sehr intensive. Ich werde da jetzt nicht deutlicher. Und drum war es für mich ein regelrechter Schock, als ich jetzt die neueste Erklärung von Gregor Gysi gehört habe. Er wirkt da auf mich völlig aufgelöst und er macht eine 180-Grad-Wende. Da schauen wir jetzt einfach mal kurz rein. Sie sind außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion und immer wieder für eine Überraschung gut. Alles, was ich immer gesagt habe, ist an dem Tag gestorben, an dem ein völkerrechtswidriger Krieg beginnt. Das haben Sie gestern in einem Podcast gesagt. Heißt das jetzt, dass Sie die russische Invasion ohne Wenn und Aber verurteilen? Ohne Wenn und Aber. Es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg, nichts anderes. Und das kann man und muss man verurteilen, und zwar schärfstens. Ihre Partei trotzdem, das muss man sagen, hatte immer schon ein offenkundiges Russland-Problem. Also soll heißen, nicht unwesentliche Teile Ihrer Partei haben immer Verständnis für rabiate Schritte von Putin geäußert. Warum kommt jetzt erst die Erkenntnis, dass dieser Mann nach Völkerrechtsmaßstäben ein Kriegsverbrecher ist? Na, das hängt einfach damit zusammen, dass man immer gehofft hat, dass er den Angriffskrieg doch nicht startet. Aber diese Hoffnungen sind wirklich zerstört worden. Alles, was ich Kritisches gesagt habe, was der Westen gemacht hat und die NATO, mag ja stimmen, aber es ist zur Makulatur geworden, weil jetzt eben Putin sich entschieden hat, einen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriffskrieg zu führen. Es gibt schon Tote, Zivilisten leiden und da gibt es gar keinen anderen möglichen Standpunkt für eine Linkspartei, die ja immer eine Friedenspartei war, ist und bleibt, als das schärfstens zu verurteilen. Auch seine Legitimation für diesen Angriffskrieg, also Genozid und Entnazifizierung, ist also offenkundig völliger Blödsinn. Also was als erstes in jedem Krieg stirbt, das ist die Wahrheit. Das ist natürlich Blödsinn, was er da an Gründe angibt. Klartext von Gregor Gysi. Wie gesagt, einer derjenigen, der hier lauter als alle, immer, auch bei der Krim, Wladimir Putin verteidigt hat. Und selbst Gregor Gysi hat jetzt gesehen, bei einem Überfall, bei einem Angriffskrieg, bei so dummer Propaganda, da kann er nicht mehr weiter Putin verteidigen. Und darum hat er jetzt hier so glasklare Worte gefunden. Ich war ja bei Servus TV. Auf meiner Seite ist ein Artikel darüber, da kann man dann auch die Sendung finden. Und da fand ich sehr beeindruckend, da waren zwei Putin-Versteher dabei. Einer sagt, er hat bis 2014 an Putin geglaubt, dann nach der Krim nicht mehr. Und der andere, Mölzer, ehemaliger EU-Abgeordnete, sagt, er hat noch am Tag vor der Sendung, wollte er rein und lautstark Putin verteidigen und er könne das jetzt nicht mehr machen. Was erleben wir gerade in der Ukraine? Was passiert? Putin glaubte an einen Blitzkrieg. Er dachte, er hat in schnellster Zeit Kiew eingenommen und, da bin ich inzwischen überzeugt, er hat an die eigene Propaganda angefangen zu glauben, dass in der Ukraine eine faschistische Junta an der Macht sei, ja, mit dem einzigen Juden außerhalb Israels, der Staatspräsident ist, mit einem jüdischen Ministerpräsidenten, alles Faschisten, ganz völlig logisch. Und er glaubte, weil das in den Medien von früh bis spät in Russland kommt, wahrscheinlich, dass die Ukrainer jetzt nur warten, dass Bruder Wladimir einmarschiert und dann mit fliegenden Fahnen die Seiten wechseln. Und genau das ist nicht passiert. Nach allen Informationen, die ich habe, verteidigen sich die Ukrainer verzweifelt. Dnipropetrovsk, eine russischsprachige Stadt im Osten der Ukraine, wo man immer sagt, ja, die haben große Sympathien für Russland. Hatten die auch immer, war immer prima. Und da wurden jetzt automatische Waffen ausgegeben an die Leute und man erklärte ihnen, wie man Molotow-Cocktails bauen kann und die Leute kamen freiwillig. Wladimir Putin hat das geschafft, was vor ihm kein ukrainischer Staatsmann geschafft hat. Er hat wirklich die Ukrainer ganz eng zusammengeschweißt und der Widerstandswille ist riesig und die russische Armee, das sieht man jetzt auch schon, die ist schlecht ausgebildet.
Da kennen das ja selber, die kriegen kaum etwas, die werden ganz schlecht behandelt und sie kommen nicht voran, so wie man das geplant hatte, weil die Motivation der Ukrainer, die ist natürlich um ein Vielfaches höher. Und Wladimir Putin rechtfertigt das jetzt, dass er nicht vorankommt, damit, dass er ja Platz für Verhandlungen haben wollte. Also, wie gesagt, das ist, er hat ja immer gesagt, KGB-Leute haben ihre Zunge nicht, um ihre Absichten zu sagen, sondern um sie zu verschleiern. Da ist er mit Sicherheit nicht der Einzige, ja, aber es ist schon dreist und er hat ganz offensichtlich nicht mit diesem massiven Widerstand gerechnet und inzwischen gibt es auch innerhalb Russlands Widerstand, auch Prominente gibt es inzwischen, die sagen keinen Krieg und das macht Hoffnung, wenn wir Glück haben. Was heißt Glück? Wir haben schon kein Glück, die vielen Toten brauchen wir gar nicht reden, aber ich sehe trotz allem noch eine gewisse Hoffnung für die Ukraine und ich sehe auch eine gewisse Hoffnung, dass das Ganze der Anfang vom Ende von Wladimir Putin und dieser KGB- und Mafia-Clique im Kreml sein könnte, die unglaublich erfolgreich ist mit ihrer Propaganda im Westen. Warum brauchen wir nicht drüber reden? Weil unsere Medien völlig diskreditiert sind, zu Recht völlig diskreditiert, weil hier der Vertrauen an die demokratischen Institute fehlt, völlig zu Recht fehlt. Und Wladimir Putin und seine Propagandisten, die sind da ausgesprochen eifrig, fleißig und erfolgreich, um das auszunutzen. Und das ist sehr erstaunlich, wie viel von dieser Putin-Propaganda man hier findet in deutschen Quellen, aber ich sehe doch, die ganz, 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 ganz große Mehrzahl der Leute hat ihren Verstand am rechten Fleck und auch ihr Herz und ganz egal, wie sie zu Putin stehen, sie wollen keinen Angriffskrieg verteidigen und selbst Gregor Gysi, der immer sehr schlau ist, der weiß immer, woher der Wind weht, der hat sich hier um 180 Grad gewendet. Ich bete, dass meine vielen Freunde und alle Ukrainer bald in Frieden leben können. Ich bete, dass die russischen Soldaten, dass ihnen der Mut ausreicht, nicht zu schießen. Es gibt Berichte, die noch nicht unabhängig bestätigt sind, dass schon Einheiten übergelaufen sind, weil sie gesagt haben, uns hat man etwas ganz anderes gesagt. Und ich werde nicht aufhören mit der Hoffnung, dass dieses kriegerische, verbrecherische Kartenhaus in sich zusammenbricht. In diesem Sinne, schauen Sie wieder rein. Alles Gute. Danke. Ciao. Wir sehen uns auf reitschuster.de.